Hi, Bruder. Eine Gen-Bank. Ich weiß gar nicht, können wir da was anderes machen, außer nur die Gens, die Gen-Tonicums rumzuschmeißen? Ich glaube nicht. So, okay, dann gehen wir mal den ganzen Weg. Ist das der Weg, den wir gekommen sind gerade? Hätte ich das da nicht gesehen? Oh, panzerbrechende Munition. Geil. Ryan und... Wie ist der andere? Hatte so einen komischen Namen mit F irgendwas, oder? Oh. Oh. Ich glaube, da müssen wir auch hin, ne? Ich will nur noch mal gucken, ob wir hier irgendwas haben. Was? Ganz schön böse. Oh, Munition. Okay, wir springen da jetzt einfach mal runter. Die Forschungskamera. Du hast die Forschungskamera erhalten. Oh nein, ich erinnere mich. Drücke linke Maustaste, während du dich auf einen Gegner konzentrierst, um eine Forschungssitzung zu beginnen. Oh nein. Dieses Ding ist ein wahres Technicolor-Wunderwerk, mein Junge. Hm. Es funktioniert wie eine Filmkamera. Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über seine DNS. Wir üben das mal kurz, ja? Ja, wo ist denn die Scheißkamera jetzt? Hä? Was? Ich habe überhaupt nichts gerafft. Gut so, mein Junge. Es lohnt sich für dich, die Kamera einzusetzen, weil du so erfährst, wie ein Splicer tickt. Film jetzt einen von diesen Riesenaffen und du wirst sehen. Schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen. Okay. Ich habe das überhaupt gerade... Oh ja, schön erstmal einen Wodka reinziehen. So kriegt man bestimmt gute Bilder. Na gut, dann gucken wir mal, wo wir ein Bild herkriegen von so einem Riesenaffen, wie er so schön sagt. Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Leadhead Splice, Splicer, Forschungsbonus, erhöhter Schaden, plus Leadhead Splicer, anfällig für Antipersonen. Der ist doch jetzt schon angegriffen. Nein, nein, ich tue hier keinen weh. So, hier, Little, hallo? Hallo? Ich möchte dich gerne mitnehmen. So. Hallo? Warum kann ich die denn nicht mitnehmen? Mädchen, ich bin dein neuer Big Daddy. Ach, wir haben schon einen auf dem Kopf, glaube ich, gell? Wir haben, glaube ich, schon eine auf dem Kopf. Dann sollten wir die vielleicht mal irgendwo ablassen. Stimmt. Mist. Scheiße. Haben wir hier so eine Station? Oh, scheiße. Ich muss sie loswerden. Da. So.
Wir retten sie. Mach gut, auf, mach mal hin, ich will die andere haben. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass wir die ablassen müssen. Geschenk? Nein? Okay. Danke. Abmarsch. So, jetzt habe ich da oben eine Kamera. Aber kein Hackpfeil mehr. Können wir hier Hackpfeile kaufen? Nur wenn wir gehackt haben. Okay, dann hacken wir. B. Gehackte Verkaufsautomaten, bla bla bla. Ein Hackpfeil nur. Mhm. Gut. Ich traue mich immer nicht im blauen Bereich irgendwas zu machen, weil ich bin so ein Mustermensch. Das heißt, wenn ich irgendwas nach einem bestimmten Muster mache, muss ich es auch weiter so machen, weil ich dann Angst habe. Ach so, stimmt. Weil ich Angst habe, dass ich was falsch mache. Noch mehr Adam. Geilomatico. Seht ihr, wir kommen auch so durch. Danke. Oh nein. Aber eigentlich wäre der Film ganz gut. Diese Schreie, ne? Das ist doch wieder die alte da. Die so krass. Wo ist sie denn? Ich würde gerne ein Foto von ihr machen. Wo ist denn die alte? Mach mal. Denk dran, Junge. Ohne Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht an Grace hier ran. Und das heißt, wir sitzen hier fest. Film einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Ich weiß jetzt leider nicht, wo ist sie denn? Ich konnte jetzt leider nicht sehen, gegen was sie anfällig ist. Weil es alles so schnell gehen muss. Wo kommst du denn her? Deswegen konnte ich jetzt leider nicht darauf achten, was gegen was die Big Sister anfällig ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch im Nachhinein sich irgendwo angucken kann. Das werden wir bestimmt noch rausfinden. Da ist einer von diesen Giganten. Wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Okay. Doof. Achso, du hast das Ziel bereits erforscht. Gegen was ist er denn jetzt anfällig? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt sehen kann, gegen was die anfällig sind. Ich hab hier die Hose an. Ja, ja, du hast hier gleich die Hose voll. Oh, geil. Hier, Vater. Du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Okay, du hast keine Plasmide-Slots mehr und musst entweder ein Plasmid lagern oder ersetzen. Eingelagerte Plasmide können bei einer Genbank wieder ausgerüstet werden. Mit Adam kannst du dir mehr Plasmid-Slots oder bei einer Gatherer's Garden Station kaufen.
Okay. Okay. Machen wir in Genbank einlagern. So. Ist hier nicht ein Gatherer's Garden? Ist das nicht eine Gatherer's... Aber kaputt. Schade. Schade, dass der Gatherer's Garden... Was? Achso, die Trickkasse. Para, para. Oh nein. Oh nein, das mache ich nicht. Hier ist man so eine schöne Sache hier. Und dann sowas. Nee, das machen wir nicht. Da ist die Kamera. Haben wir einen Hackpfeil? Vielleicht bei den Dings da drüben. Ein Heckpfeil. Tausend Sachen. So, ach so, konnten wir eigentlich doch irgendwas kaufen? Ich glaube, wir können nur ein Heckpfeil nehmen, gell? Oder? Nee, neun. Warum können wir denn keinen mehr kaufen? Ach, ausverkauft. Man kann immer nur einen nehmen und dann ist die Scheiße ausverkauft. Okay. So. 50er Kugeln. Ups. Schrot. Schwere Nieten. Errungenschaft freigeschaltet bei Steven Krösus. Ja, wir sind hier Rich Bitch. Das brauchen wir. Komm, das brauchen wir erst einmal mit. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Gucken wir gerade mal die Mission an. Erforsche Brute Splicer. Okay. Dann brauchen wir höchstwahrscheinlich die Kamera. Was gibt's denn hier? Oh, hallo Rosie. Ich glaube, wir haben vorhin noch ein Band nicht angehört. Wie gerne würde ich dieses Material veröffentlichen? Das würde Geld bringen. Sinclair sagt, Ryan geht gegen Sophia Lam vor und ich soll dabei mitmischen. Sie bauen was auf, dass Lam insgeheim eine Kommunistin ist. So eine Art Undercover-Agentin. Ich mache mich an diesen Wales ran. Der arbeitet für die Lam. Ich tue so, als wollte ich beitreten. Dann werden wir ja sehen, ob er sich seinen Bart wegen Jesus stehen lässt oder wegen Karl Marx. Wegen Jesus oder wegen Karl Marx? Karl Marx, auch schön. Was haben wir denn hier noch? Das habe ich vorhin übersehen. Die haben wir schon ausgelootet. Gut, wo müssen wir lang? Noch ein Brute Spicer. Erforschen. Yummy, yummy. Schöne Milchschnitte noch dabei gehabt. Die haben wir nochmal gerade gegessen. Können wir hier noch was nehmen? Nein. Ist eine Bitter Chamber. Was ist mit Flugblättern? Könntest du? Danke. Das sieht doch nach Blut an, oder? Haben wir die dann schon fertig, wenn er dann automatisch auf Schießen schaltet? Weil er macht das automatisch, ich mach das nicht. Okay, wir gehen einfach mal da lang, wo der Pfeil uns hinführt, damit wir überhaupt mal ein bisschen weiterkommen. Es ist aber auch wieder remastered gerade auch noch, gell? Ich habe gesehen, wenn wir es mit der PlayStation aufnehmen, ist es auch so kacke einfach irgendwie. Konzentrieren bei was? Ich glaube, da oben ist was.
Sieh einmal an, Junge. Du bist ja ein richtiger Profifilmer. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahn dir einen Weg durch den Schutt. Drücke Umschalttaste, während du... Was? Während du die linke Maustaste gedrückt hältst, um einen Bohrersprung auszuführen? Warte mal, Umschalt ist doch das hier. Hä? Was? So. Moment mal, was? entsorge den Schutt im Sinclair Deluxe. Im Sinclair. Dann gucken wir mal, dann gehen wir mal hier runter. Schön auf die geflogene Art und Weise. Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden. Einen Grund, neuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Delta. Hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Schmeiß deinen Bohrer an und räum den Schrott weg, der dir den Weg blockiert. Warte mal, Umschalt ist doch dieses Ding hier. Ah, jetzt umgekehrt. Was quatschen die denn alle hier so viel? Oh. Tut mir leid, du hast es mir versprochen. Oh, geil. Boah. Oh, krass. Das machen wir jetzt nur noch so. Ach ja, okay, bei dem da oben natürlich nicht so. Ja, neue Strategie, genau. Gut, dass du es sagst. Das ist einfach geil hier. Komm mal her. Hier, komm mal her, mein Kleiner. Hier, komm mal her. Also, Gracie war in der obersten Etage. Geh rauf und überrede sie, dass sie dir den Hauptschlüssel gibt. Überreden, meinst du? Aha. Meinst du, das wird bei Überreden bleiben? Ach, das ist ein Aufzug. Okay. Ich würde jetzt gerne mal eine Witter Chamber suchen. Verdammt nochmal! Oh, der Bohrertreibstoff ist leer. Schade. Haben wir eine Little Sister auf dem Rücken? Nee, gut. Also nicht gut, aber... Ah, was gibt's denn? Wir haben automatisches Licht. Krass. Wie gruselig. Siehst du nicht? Nee, sehe ich nicht. Ich frag mich ja, wenn wir jetzt verkacken, diesen Safe zu knacken, wo kommen denn dann die Kameras her? Das würde ich ja gerne mal wissen. Haben wir hier noch irgendwas? Wie krass, dass es jetzt hier so dunkel ist. Und da die Lampe. Ich hätte die Lampe gern hier. Oder auch nicht. Okay. Yes. Mit der... Ich wusste doch, dass hier nicht alles tot ist. Mit der PlayStation war es auch schwieriger zu hacken. Da wurden wir gefühlt ständig ertappt. Zimmer 118. Der Kinderräuber ist im Hotel, Brüder und Schwestern. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Blech-Daddys kennen keine Schuld. Blech-Daddys fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Das sehe ich gerade anders, so besoffen wie ich bin. Ah, wir sind tatsächlich in einem Hotelraum. Cool. So wie es hier aussieht, sollst du vielleicht mal dein eigenes Hotel checken, so wie das aussieht. Also ganz ehrlich hier, Sophia. Könntest du ruhig mal hier aufräumen lassen.
Schämst du dich nicht ein bisschen? Wir benutzen zu wenig I, finde ich. Ich hole zu den Power ab. Was ist er denn hin? Hab ich nicht. Was? Sag mal, wo kamen ihr denn jetzt alle her? Die liegen dann, die spawnen dann da einfach so, weißt du? Das Gefühl, wir waren hier schon mal gerade. Aber vielleicht ist es auch nur ein anderes Hotelzimmer. Bis ich mal gerafft habe, dass es sich hierbei um ein Hotel handelt. So, hier war doch gerade irgendwo eine Upgrade-Station. Ich sollte mich eigentlich nicht freuen, dich leiden zu sehen, Monster. Aber ich... Ja, das ist mir sowas von egal, ob du dich freust oder nicht. Wir werden dich kriegen, so wie im letzten auch. Im letzten... Fontaine. Ja, Ryan und Fontaine. So war es, genau. Wie wir auch Fontaine bekommen haben. Der sich ja als... Als unser Freund ausgegeben hat, als Atlas, genau. Ja, genau sowas. So, Treibstoffeffizienz, erhöhter Treibstoffeffizienz möchte ich jetzt gerne haben. Ich freue mich eben, wo ich kann. Hat jemand auf den? Was ich komisch finde, ist, dass die erst so spät die Gesundheit verlieren. Aber noch Hackpfeil. Glaub nicht, ne? Wir haben gefühlt immer nur ein Hackpfeil. Gab es hier irgendwo noch eine Station dafür? Ich hab keine gesehen. Das ist das? Nee. 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 Okay, da müssen wir gucken. Vielleicht müssen wir die einfach mal zerstören. Ja, komm, machen wir auf die andere Seite hier. Danke. Wir müssen ja nicht immer alles für uns... Was für ein Altar hier, hä? Die Little Sisters und so Schmetterlingchen. Kann sein, dass die Schmetterlingchen hier noch eine große Rolle spielen werden, oder? Erstmal saufen. Eine Genbank. Achso, da können wir wieder umräumen. Und hier können wir was kaufen. Dann hacken wir erstmal. Ja, so. Schade. Auto-Hack-Pfeil, auch geil. Schrot-Bohrer-Treibstoff. Pora-Treibstoff brauche ich jetzt. Eine Vita-Chamber, sehr gut. Und an der Stelle mache ich jetzt gerade mal einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, ciao.